Willkommen zurück zu Mario Kart DS. Heute werden wir nicht den Grand Prix Modus im 100er spielen, nein, wir werden die Rennmissionen machen. Auf Level 1. Ja, ich habe das schon aufgenommen, aber die Aufnahme ist abgebrochen und alles war weg. Deswegen machen wir eigentlich alles nochmal von vorne. Hier müssen wir einfach in der Zeit alle Tore durchfahren. Nicht schwer. So, und auch schon geschafft. Den geht es zwar nicht recht an. Ja, aber die 3 Sterne sollten gespeichert bleiben, ja. Regulär würde ich auch die ganz normale Musik spielen, aber da wir halt schon den Boss freigeschaltet haben. Ja, das machen wir aber vernünftig neu. Ach, warum kriegt das jetzt nicht schön? Komm, Peach. Was kannst du? Hm? Ja, jetzt klappt es doch. Das sind diesmal auch wieder nur 2. Ja, ich habe es leider im letzten Part alles schon. Also, in der letzten Aufnahme, die ich jetzt gemacht habe, schon alles auf 3 Sterne. Denn, wie ich gesagt habe, werde ich alles auf 3 Sterne machen. Ich versuche soweit es möglich alles onscreen. Aber ja, wenn ich jetzt nach zwei, drei Versuchen nicht hinbekomme, mache ich das einfach offscreen. Auch in den Cups werde ich es machen. Also, alles auf 3 Sterne. Und ich glaube, wenn man wirklich alles in dem Spiel auf 3 Sterne hat, schaltet man auf irgendwas Besonderes frei. Bin mir aber nicht sicher. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So, aber auch das. Warte mal. Ich hatte nur 9. Alles. 2, 3, 4. Irgendwo habe ich einen vergessen. So, und von Kiste zu Kiste wird man immer Pilz aktivieren. Warum auch nicht? Hier. So. 6. 7. 8. 9. Irgendwo habe ich doch jetzt eins vergessen. Ach nee. Da oben? Ah nee, das machen wir nochmal. Das habe ich aber jetzt bei den ganzen Vorbeifahren gar nicht gesehen. Oh. Echt nicht. Und weiter geht's. Ah, das sieht man aber auch so schwer. Gemein, gemein. Oh, aber jetzt.
Haben wir. Sollten das auch mit 3 Sterne, ja. Easy. Itemboxen, also sind wir hier. Oh, die Mission hat mich so genervt. Das ist eine blöde Mission. Also die mache ich nicht nochmal auf 3 Sterne. Komm, was wolle, ich hoffe einfach, dass ich das auch so hinbekomme. Weil die Schieb, die springen einfach nur so blöd da rum und du musst die versuchen, während Sternsmodus, die alle, oh. Er wird nicht mehr ein Stern werden. B-Modus. Oder A. Ne, B. Sorry, aber mache ich nicht nochmal das. Ah, das war eine coole Strecke. Einfach nur. Ja. Auf dem DS hier. Durch die 6 nummerierten Tore fahren. Nicht sonderlich schwer. Außer man macht es so und verkackt sich dadurch die 3 Sterne. Ja, easy verkackt. Wir sind hier. Ne, wir sind doch hier. Fahre rückwärts aus dem Haus. Ah, da muss ich auch 2-3 Mal machen. Da müssen wir nämlich rückwärts hier. Ich habe den falschen Knopf wieder gedrückt. Auf jeden Fall müssen wir hier aus dem Hotel von Luigi rückwärts rausfahren. Ohne irgendwie so gegenzuknallen, denn jetzt haben wir schon so sehr verkackt, dass wir auf ja, 2 Sterne oder sogar 1 Stern runterknallen. Ein Stern. Ja, da darf ich keinen Fehler machen. Die sind da knallhart. Machst du einen Fehler, sagen die so, jo. Verkack. Ja, 20 Münzen einsammeln mit Donkey Kong, das ist auch so kacke. Auf 3 zu machen. Das ist die Sache, hätte ich das nicht schon auf 3, hätte ich es, glaube ich, weiter versucht. Oder hätte es überhaupt versucht, jetzt on-screen auf 3 zu machen. Ich habe verkackt. Das war nur diese eine. So, aber, ja. Es ist jetzt eigentlich nur stupides Nachmachen für mich und... Ja, ihr müsst mich verstehen, das macht doch nicht wirklich Fun, aber das werden wir auf jeden Fall versuchen auf 3 zu machen. Damit wenigstens noch ein bisschen Spannung reinkommt. Ein Power Slide. Weiter. Da wird schon wieder kein Dreier. 3. 4. Haben wir noch einige Boosts gemacht vielleicht? Nope. Nur weil ich da bestimmt einmal hängen geblieben bin. Ah, hängen geblieben bin ich auch so, aber... Nochmal. Machen wir hier mal keine Spielwändchen. Das viel Unterschied macht. Das sollte aber jetzt reichen, aber wir haben gar nicht viel mehr als vorher. WTF? Kriegen wir es nicht? Oh ja, nee, Mann. Kriegen wir es jetzt hin? Oh, ich klatsch mich gegen die Wand.
Das ist schon mal perfekt. Fahren wir noch weit innen. Wollen wir uns pro Kurve mal den Slide ab. Und gucken, ob das jetzt reicht. Eben waren wir bei 16, jetzt sind wir 17. Und sind es nur 2 Sterne, aber wir versuchen das noch einmal. Aber nicht so. 1, 2. Kein Boost. Nochmal. 3, 2, 1. Ruhig bleiben. So, 1, 2. Wird aber auch wieder nichts. Ja, wir haben jetzt sogar noch weniger. Das ist schon eins, was ich offscreen machen muss. Aber auf jeden Fall. Dränge Big Bully mit Hilfe der Pilze von den Plattformen. Da ist gerade ein kleiner Grafikfehler. Easy. Und 3 Sterne und... Ich versuche es offscreen auf 3 Sterne zu machen. Bis Glickes. Das hat mich jetzt eine halbe Stunde gekostet. Aber wir haben es auf 3. Genauso steht das auch hier. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder, wie wir die Level 2er Missionen machen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen und sehen uns in der nächsten Folge wieder von Marika DS. Bis dann und ciao.